Der Titel dieses Videos ist jetzt sehr, sehr reißerisch, aber ich meine es damit wirklich bitter ernst. Ich glaube, dass es wieder Krieg geben wird. Klar, ist eine Binsenweisheit. Irgendwo auf der Welt ist immer Krieg, aber ich glaube, dass es hier bei uns wieder Krieg geben wird. Die große Frage lautet, wann? Ne? 1000 Jahre? Ganz bestimmt. Ne? 5 Jahre? Da stellt man sich schon die Frage, könnte schon sein, vielleicht in 12 Monaten oder vielleicht sogar noch dieses Jahr. Aktuell ist das Säbelrasseln ja ziemlich laut. Ne? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Null? Glaube ich nicht mehr. Und genau das ist der Punkt, wo ich sage, ich glaube, dass es wieder Krieg geben wird. Also die Wahrscheinlichkeit ist deutlich größer als null. Sie ist extrem gewachsen und es gibt noch Hoffnung. Und die stirbt, wie wir alle wissen, zuletzt. So wie die Wahrheit im Krieg immer zuerst stirbt. Ja, gut, so oft habe ich in der Vergangenheit mit meiner Zeitberechnung nicht recht gehabt. Ich erinnere hier an den großen Crash, den ich für das erste Halbjahr 2023 vorhergesagt habe und der an dieser Stelle nicht kam. Ja, also ich muss da nicht recht haben, aber ich will Ihnen meine Gedanken näher bringen, warum ich glaube, dass wir wieder so weit sind. Meist höre ich das Gras wachsen viel zu früh als andere, treffe dann meine Entscheidungen. Und bislang habe ich ja weit im Vorfeld meine Entscheidungen gefällt, was bei manchen Aktienentscheidungen nicht richtig war, weil da liefen irgendwelche Aktien im Vorfeld immer noch sehr gut, wo ich gesagt habe, nee, da muss ich jetzt wechseln, weil das ist zu kritisch. Ne? Gut, also man kann immer weiter länger rausreißen, aber wenn man so eine grundlegende Einstellung hat, es grundlegend verstanden hat, dann sollte einem das darüber klar sein oder klar werden, in welche Richtung hier der Dampfer fährt. Ne? Es ist also immer besser, sich vorher Gedanken zu machen, als später davon überrascht zu werden. Warum ich Zweifel an der globalen und im speziellen europäischen und unserer Sicherheitslage habe, das gibt es heute hier im Video. Und dazu gibt es eine ganze Menge Quellen, die ich hier in den letzten Tagen recherchiert habe, zu verarbeiten. Und deshalb gibt es diesmal hier unten dann die Quelle mit der Nummer angegeben, die dann in der Beschreibung ja alle aufgeführt sind, wo Sie dann in Ruhe nachlesen können. Und ich fordere Sie wirklich auf, schauen Sie danach, lesen Sie danach, ob das Hirngespinste sind oder nicht. Sehen Sie sich das an. Und ganz zum Schluss in diesem Video, bleiben Sie dran, schauen Sie sich das an. Gibt es eine kleine Hoffnung? Wie gesagt, diese Hoffnung stirbt zuletzt. Aber diese Hoffnung ist nun mal da. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute habe ich mal so richtig tief in den Abgründen des Internets gesucht, habe eine Menge gefunden und das hat mich besorgt gemacht. Und diese Besorgnis, die frisst so langsam an einem. Und erst macht man, ach, soll man sich überhaupt darum kümmern? Ich habe mich also um diese Konflikte hier auf meinem Kanal so gut wie nie gekümmert. Da habe ich gesagt, da halte ich mich raus. Aber mittlerweile ist es dann doch so weit, dass jetzt so viel sich angesammelt hat, dass ich mich hier drum jetzt auch mal kümmern muss und hier auch mal ein paar Sachen weitergeben muss. Und diese Daten, die Sie hier sehen, die sind alle im Netz verfügbar. Sie werden bloß nie in diesem Kontext zusammengestellt. Sie werden nie in dieser Abfolge gezeigt. Und vor allem in unseren Medien, so sie das dann bringen, man muss da schon ein bisschen tiefer greifen, werden sie nicht im Zusammenhang geliefert. Ja, also da muss man an der Stelle aufpassen. So, jetzt fangen wir mal an. Am 16. Februar 2022 kam über die Nachrichtenticker, dass Russland die Ukraine in einer Woche angreifen werde. 16.02.2022, also jetzt schon anderthalb Jahre her. Und Quelle 1 hab ich hier den Merkur.de als Quelle und den habe ich jetzt öfter, ich weiß nicht, warum der kommt. Ne? Wahrscheinlich, weil ich öfter da drin lese, weil ich hier ein bisschen mehr erfahre als bei anderen, weil es sich dabei auch nicht um einen riesigen Konzern, sondern immer noch privat geführtes Unternehmen handelt. Ja, also da kommen ein paar vom Merkur. Und ja, ich muss sagen, es ist angeheuerte Verwandtschaft, aber auch nicht vergessen. So,
Ich habe bei dieser Meldung nur den Kopf geschüttelt. Ne? Und die Nachrichten, ja, in diesem Bereich als Fantastereien, Effekthascherei und so weiter abgetan. Wer glaubt denn an sowas? Ne? Kann ja gar nicht sein. Dann am 24.02.2022 war es dann soweit und das haute mich also von den Socken. Das war für mich unvorstellbar gewesen. Doch ich hätte es besser wissen müssen, wenn ich einfach mehr mich informiert hätte. Dann hätte man das schon merken können. Und jetzt im Nachhinein diese Puzzlesteine zusammenzusuchen, das habe ich jetzt gemacht. Und dann wird klar, dass es so kommen musste. Es ging gar nicht anders. Das war absolut erforderlich, dass das an dieser Stelle so passierte. Bestes Beispiel war das Jahr 2008. Da hat Russland in einen Georgien-Konflikt, der innergeorgisch ablief, mit eingegriffen. Und zuvor waren da in Georgien die USA ziemlich tief drin und hatten das Georgia Train and Equip Program, GTEP, von 2002 bis 2004. Und anschließend das Georgia Sustainment and Stability Operations Program, GSSOP 1 und 2, von 2005 bis 2007 dort betrieben. Quelle 2 finden Sie unten. Und beteiligt waren an diesen beiden Programmen die United States Army Special Forces und United States Marine Corps Forces Europe. Und dann knallt es mit russischen Panzern. Das war so ein kleiner Vorgeschmack an der Stelle. Und dann hat die Frau Condoleezza Rice, damals Außenministerin, unter einem der Bushs, George W., dann einen Rückzieher gemacht und hat gesagt, sie greifen da nicht ein. Aber vorher, von 2002 bis 2007, haben sie da drin tüchtig umgerührt. So. Zum selben Zeitpunkt, jetzt kommen wir wieder zurück zum 16.02.2022, zum selben Zeitpunkt, also im Februar 2022, wurde das NATO-Manöver Saber Strike 2022 vorbereitet. Und die Konvois mit den US-Truppen fuhren auch durch Bayern. Na? Da Quelle 3, wieder vom Merkur. Und da drin, Zitat, die NATO hatte am Mittwoch, das war eben der 16.02.2022, auch eine generelle Aufrüstung an ihrer Ostflanke angekündigt. Die Verteidigungsminister der 30 Mitgliedsländer hätten der Militärführung ein Mandat zur Ausarbeitung der Pläne erteilt, erklärte der scheidende Generalsekretär Jens Stoltenberg. Unterbrechung, damals sollte ausscheiden, später sollte ausscheiden, jetzt ist verlängert bis 2024. Jetzt weiter im Zitat. Nach seinen Worten geht es um neue Battlegroups in Ost- und Südosteuropa. Geplant ist unter anderem die Einrichtung einer neuen multinationalen Gefechtseinheit im Mitgliedstaat Rumänien. Das Land teilt eine gut 600 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine. Zitat Ende. Das muss man sich mal als Rhetorik jetzt mal hier klar machen. Neue Battlegroups an der Grenze zur Ukraine. Da muss man jetzt ein bisschen weitergehen und jetzt mal auf die Manöver sich anschauen. So wie dieses Saber Strike hat die NATO nämlich, obwohl die Ukraine nicht in der NATO ist, bereits früh mit Manövern in der Ukraine begonnen. Das heißt, die NATO macht Manöver in einem Staat, der nicht der NATO angehört. Das muss man sich geben. Ne? So, und dazu Quelle 4 aus der Zeit. Zitat. Merkel besorgt wegen Bruchs der Waffenruhe. Da ging es also in Ostteilen der Ukraine um den dort herrschenden Bürgerkrieg. In dem umkämpften Gebiet um Donetsk wird weiter geschossen. Mehrere NATO-Staaten haben mit Waffenlieferungen an die ukrainischen Regierungstruppen begonnen. Das war dpa vom 15. September 2014. So, und eben zu diesem Zeitpunkt begann das Manöver der NATO mit den Truppen der Ukraine im Westen. Vereinzelt waren deutsche Soldaten mit dabei. Auch 2015 gab es wieder ein NATO-Manöver mit dem Namen Rapid Trident, also schneller Dreizack. Der Spiegel titelte, umstrittenes Manöver mit US-Beteiligung beginnt. Das waren alles damals noch Zeiten vor der Umkehr der ganzen Aussagen, die wir heute so hören. Und ich dachte eigentlich immer, Trump, der war ja Präsident von 2017 bis 2021, hätte diese Manöver gestoppt. Ja, denkste, hat er nicht. Seit 2006 findet nämlich jährlich die Zusammenarbeit der US-Streitkräfte in Europa mit der Ukraine im Rahmen von Rapid Trident statt. Jedes Jahr. Jedes Jahr auf Nicht-NATO-Gebiet.
Das muss man sich geben. Quelle 5, das Bundeswehrjournal von 2019. Lesen Sie sich das mal durch. Zitat: Bei Rapid Trident, auf Deutsch schneller Dreizack, handelt es sich um eine Übungsserie im Geiste der NATO-Initiative Partnerschaft für den Frieden, Partnership for Peace, PFP, die die Ukraine seit 2006 alljährlich in enger Kooperation mit den USA und unter Einbindung weiterer Länder durchführt. Die Bundeswehr entsandt auch diesmal wieder Fachpersonal, allerdings nur für die Beobachtung des Manövers sowie für Leitungs- und Auswertefunktionen. Initiator der Serie und mitverantwortlich für die Durchführung von Rapid Trident 19 ist das in Stuttgart-Vaihingen beheimatete US-Oberkommando in Europa United States European Command, US-EU-COM, beziehungsweise der dem Kommando unterstellte Großverband US Army Europe, Southern Army, Hauptquartier in Wiesbaden-Erbenheim. Der Übungsschwerpunkt lag diesmal auf einem intensiven Training ukrainischer Truppenteile. Damit sollte die voranschreitende Modernisierung der Streitkräfte der Ukraine und deren Anpassung an NATO-Standards unterstützt werden. Zitat Ende. Boah, läuft einem kalter Rücken runter, ne? Wir können also in Summe feststellen, dass die Militärs seit 2006 daran arbeiten, die Ukraine in die NATO zu bekommen. So, das müssen sie sacken lassen. Ich erinnere mich noch genau an den April 2016, da war ich auf den Keepers of the Quaich Frühjahrstagung in Blair Castle in Schottland eingeladen. Da sind wir mit dem Auto hochgefahren, mit dem Tesla. Und da haben wir Station in Niederlande gemacht und dort lief gerade ein Volksentscheid. Und ein Volksentscheid gegen die Ukraine als Aufnahmekandidat in die EU. Da wurde abgestimmt und 61% der Niederlande waren gegen die Aufnahme der Ukraine als in den Kreis der EU-Zukunftskandidaten oder wie man das, Aufnahmekandidaten. So. Allerdings hatten die Politiker schon vorher, bevor sie das Volk befragt hatten, ein Abkommen geschlossen. Ja, das war jetzt an der Stelle zumindest mal fragwürdig und hinfällig, war also für sie ganz dumm gelaufen. Und nur mit einem Nachtrag wurde am 15. Dezember 2016 der Vertrag in der EU zugestimmt. Müssen ja einstimmig sein. Und da waren folgende Punkte drin. Keine Begründung des EU-Kandidatenstatus für die Ukraine durch dieses Abkommen. Keine Garantien für militärische Hilfe oder Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Keine Freiheit der Ukraine, sich in der EU aufzuhalten und zu arbeiten. Keine Erhöhung der bilateralen finanziellen Unterstützung für die Ukraine auf der Grundlage des Abkommens. Das Ziel, auf die Verringerung der Korruption in der Ukraine hinzuarbeiten und als letztes Mittel, das Abkommen auszusetzen, wenn nicht genügend Fortschritte erzielt werden. So, diese Punkte muss man sich mal geben und die vergleichen mit dem, was heutzutage passiert. Das meiste, was in diesem Vertrag oder in der Anhang zu dem Vertrag Nachtrag zu dem Vertrag drinsteht, ist also die Tinte nicht wert gewesen, auf der sie geschrieben wurde. Ne? Brüssel macht eh das, was Brüssel will und nicht das, was Brüssel vertraglich von den einzelnen Mitgliedstaaten hier genehmigt bekommen hat. Hinweis auf mein Video, EU-Superstaat oder Staaten oder Vertragsunion, so habe ich es genannt. Und die EU ist eine Vertragsunion. Sie steht nicht als Superstaat über den Einzelstaaten. Die Einzelstaaten, die Politiker verhalten sich zwar so, aber die EU ist eine Vertragsunion. Wenn wir auf unserer Seite entscheiden und sagen, wir pochen auf diese Verträge, dann würde so einiges in Brüssel nicht stattfinden. Auch mal sacken lassen. Parallel passierte auf der Weltbühne noch eine ganze Menge andere Dinge, die mir persönlich Angst machen. Finden Sie alles mit der Suche von Google. In dieser Stelle jetzt hier keine gesonderten Quellen, sondern nur ein zeitlicher Ablauf, was da so passierte. Und es ging los am 13.06.2002, als George W. Bush den Austritt aus dem Anti-Ballistic Missile-Vertrag bekannt gab. So ist richtig. Und zwar angeblich wegen Terroristen, die vielleicht mit Raketen auf sie schießen würden. Also jetzt müssen sie Anti-Ballistic Missiles, die also angreifende Atomraketen abschießen können, die müssen sie also jetzt hier, nicht nur, also entworfen haben sie die bestimmt schon, aber jetzt dann auch bauen. Ne?
In Retour am 11. Januar 2007, dauert ein bisschen, schießt China einen alten Wettersatelliten von sich ab. Er war auf 800 oder 850 Kilometer Höhe. Und riesige Trümmerwolken. Und auf diesen hohen Umlaufbahnen halten sich diese Trümmer ungefähr 100 Jahre. Also auf diesen 800 Kilometer Höhe ist die Atmosphäre so dünn geworden, dass die Trümmer sich ungefähr 100 Jahre halten, bevor sie dann mit steigendem Widerstand in der Erdatmosphäre dann verglühen. Also 100 Jahre Trümmer da oben. Gezeter war groß, kann man doch nicht machen. Ganz furchtbare Geschichte. So, springen wir weiter. November 2013 bis Februar 2014, der Putsch in der Ukraine. Schauen Sie sich dazu mal die Videos vom Daniel Ganser an, was der dort herausgefunden hat. Er ist Historiker. Im Februar und März 2014 dann als Retour die Annexion der Krim durch die Russen. Das war eine unmittelbare Retour. Und dann ging es weiter. Am 3. Februar 2015 explodiert ein ausgemusterter US-Wettersatellit. Also Wettersatelliten explodieren nicht einfach so, ne? Muss man dazu mal sagen. Vor allem, wenn die ausgemustert sind, die Lagerkontrolle, die Treibstoffe zu Ende sind, was soll da drin noch explodieren? Ich habe da Luft- und Raumfahrttechnik studiert, ich kenne mich mit Satelliten doch ein wenig aus. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass der von Amerikanern mit dem Test abgeschossen wurde, ist jetzt mal nicht so klein. Ne? Aber auch hier, ja, 100 Jahre, war auch 800 Kilometer hoch, auch hier 100 Jahre Trümmer in der Umlaufbahn, wird aber als unkritisch deklariert. Ja, die eins gleich als die anderen. So, im September 2015, da wird es jetzt dann hochinteressant, liegt bzw. wird geleakt aus dem russischen Verteidigungsministerium ein Atomtorpedo mit namens Poseidon. 2015. Ne? Das ist eine Unterwasser-Erstschlagswaffe, gegen die Antiballistic Missiles nichts ausrichten können. Und unter Wasser kann man halt nicht so einfach mit Radar und so weiter dann alles feststellen, was wo fliegt. Ne? Die sind ziemlich unsichtbar. Ne? Man hat ja einen Haufen Arbeit und Mühe, diese U-Boote, die da unten sich bewegen, dann zu finden. Man hat ein Bojennetz aufgestellt, damit man da mitkriegt, wann, wo ein U-Boot kommt und so. Aber jetzt einen schnell schwimmenden Torpedo, man redet also von 100 bis 200 Kilometer pro Stunde, 200 Kilometer pro Stunde glaube ich nicht, wegen Gravitation, 100 Kilometer pro Stunde kann ich glauben, mit Atomantrieb und Atomsprengkopf. Das ist eine Sache, die ist schwierig. Ne? Und vor allem, die kannst du nicht zurückrufen. Die gehen autonom, weil da kriegst du keine Verbindung unter Wasser mit denen. Ne? Ist eine schwierige Geschichte. Und da gibt es einen Artikel auf polit.ru. Müsste sich mal geben. Google übersetzt Ihnen den. Interessant. Am 3. Februar 2018, die US-Regierung gibt bekannt, sie will neue Atomwaffen mit geringer Sprengkraft. So, Atomwaffen mit geringer Sprengkraft, muss man sich auch geben. Und im Februar 2019 dann liegt das Poseidon-Aussehen in die Öffentlichkeit. Ne? Dass man jetzt also die Sache soweit fertig hat, nach 4 Jahren, wie dieser Torpedo nun aussieht. Und wer nun genauer das wissen will, im September 2019 gibt es von der Nuclear Threat Initiative eine Ausarbeitung Russia's New Nuclear Weapon Delivery Systems. Da können Sie mal so gucken, was da auf der anderen Seite auf uns wartet. Ne? Jo, sollen Sie nicht vom Schlafen gehen lesen. 2021 kommt dann die National Ignition Facility vom Lawrence Livermore National Laboratory in USA. Das ist da, wo im Prinzip an den Kernwaffen rumgerechnet wird, dem bekannt, dass sie dort eine Rekordfusion und zwar mit Laserfusion erreicht haben. Ne? Und sie haben dort überhaupt keine Chance, jemals eine laufende industrielle Fusion hinzubekommen. Was sie jetzt geschafft haben, war 1% Wirkungsgrad dorthin zu bekommen und das nur 2-mal am Tag, weil die ganze Sache abkühlen muss, die Linsensysteme alle durch die hohen Energien dejustiert, das muss alles abkühlen und dann, also daraus ein konstantes Ding zu bauen, können Sie vergessen, funktioniert nicht. Und da hat man also dann Waffentests, Zündungen von Wasserstoffbomben, Fusionsbomben dort
ausprobiert. Und da gibt es ein Video von mir über die zukünftigen Kernreaktoren, wo ich mich also auch über die Unmöglichkeit dieses Systems dann hier ausbreite. So, am 18.03.2022 gibt die Navy der USA bekannt, dass sie H2 Remus 300 for Lionfish Underwater Drone Program ausgewählt haben. Also die haben jetzt im Prinzip auch unterwasserautonome Unterwasserdrohnen jetzt ausgewählt, mit dem sie dann Sprengkörper dann unter Wasser versenden können. Ne? Und am 26.09.2022, den Termin werden Sie alle kennen, erfolgt die Sprengung von Nord Stream 1 und 2. Und am 27.09.2022, einen Tag später, gibt Dmitri Medvedev, den kennen wir noch als ehemaligen Präsidenten von Russland, auf Telegram, mittlerweile X, bekannt, Zitat, ich muss ihn noch einmal daran erinnern, für die Gehörlosen, die nur sich selbst hören. Russland hat das Recht, bei Bedarf Atomwaffen einzusetzen, sagte er. Wenn wir oder unsere Verbündeten mit dieser Art von Waffe angegriffen werden oder wenn Aggression mit konventionellen Waffen die Existenz unseres Staates bedroht. Zitat Ende. Einen Tag nach der Sprengung von Nord Stream 1 und 2. Und jetzt gräbt man ein bisschen tiefer in den Kaninchenbau hinein. Und da findet man einen Artikel von Roger Köppel von der Weltwoche vom 3.7.2023. Gebe ich Ihnen die Quelle auch unten an. Schweizer Physiker ist sich sicher, alle Daten zur Nord Stream-Explosion weisen auf die USA als Täter hin, und zwar mit kleinen Fusionsbomben. So, das ist schon mal ein Ding. Ne? Und dann guckt man da weiter, was der Roger Köppel da gefunden hat. Und da hat ein Physiker, Hans-Benjamin Braun, am 31.12.2022 ein Papier veröffentlicht. Gibt es auch als Präsentation, gebe ich Ihnen unten auch in der Quelle an, indem er seine Beweise auf, ich weiß nicht, 5, 6, 7 verschiedene Arten führt, dass es sich hier um kleine Fusionsbomben gehandelt hat. So, am 18. Januar 2023, springen wir wieder ein bisschen weiter nach vorne, gibt die TASS, das ist so eine offizielle russische, was ist das, Nachrichtenagentur. Zitat, die erste Ladung Poseidon-Munition wurde hergestellt und wird in Kürze an das nukleargetriebene Spezial-U-Boot Belgorod geliefert. Zitat Ende. Diese Belgorod, Sie erinnern sich an den Video Jagd auf Roter Oktober, dieser riesen Pott. Ne? Die Belgorod ist zwei Nummern größer, ne? Ist 180 Meter lang, 30.000 Tonnen, ein riesen Ding. Und der kann also jetzt diese Poseidon-Torpedos, die angeblich 10.000 Kilometer Reichweite haben, autonom dann entsprechend verschießen. Also das Ding ist in Dienst gestellt worden nach der Erprobungsphase und die Ladung der Munition wurde also jetzt auch gegeben. Das heißt, das Ding ist jetzt unterwegs. Und zwei Schwesterschiffe sind im Bau und sollen demnächst dann auch in Dienst gestellt werden. Da kann man schon ein bisschen das Fürchten bekommen, ne? Und schon geht es dann am 31.01.2023 los, indem unser Verteidigungsminister Pistorius die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert. Das muss mir jetzt auch geben. Ne? Und am 3.03.2023 reist Scholz ins Weiße Haus ohne Entourage, ohne Journalisten, ohne Vertreter aus der Wirtschaft, was normalerweise immer der Fall ist. Nee, kleine Maschine reist er einzeln für ein 60-minütiges Gespräch im Weißen Haus und anschließend keine Pressekonferenz nach dem Treffen. Ja, hier gibt es nichts zu hören. Gehen Sie weiter. Ne? So, und dann kommt der eigentliche Brüller ist das falsche Wort, der eigentliche Horror. Am 19.06.2023, da gibt es einen Herrn, Sergei A. Karaganov. Das ist ein Politologe im Kreml, im Rat für Außen- und Verteidigungspolitik. Und der fordert, halten Sie sich fest, Quelle finden Sie dort unten, einen Atomschlag gegen die Helfer in Europa, um Schlimmstes abzuwenden. So nach dem Motto, eine Atombombe geht immer. Ja. Die Quelle globalaffairs.ru, a difficult but necessary decision. Der Artikel ist auf Englisch verfügbar. Das sollen die Wessis lesen. Ne?
Und Google oder DeepL übersetzt in diesen Artikel sehr perfekt ins Deutsche. Und denen müssen sich geben, langsam lesen und sich um Verstehen bemühen und jetzt nicht irgendwelche Beißreflexe gegen Falken auspacken und das Ding verweigern, sondern einfach mal lesen. Ne? Und daraus möchte ich jetzt also ein Zitat bringen. Zitat: Ich habe schon oft gesagt und geschrieben, dass das Risiko eines nuklearen oder sonstigen Vergeltungsschlags auf unserem Territorium auf ein absolutes Minimum reduziert werden kann, wenn wir eine Strategie der Einschüchterung und Abschreckung und sogar des Einsatzes von Atomwaffen richtig aufbauen. Also auch des Einsatzes. Nur ein Verrückter, der vor allem Amerika hasst, wird den Mut haben, zur Verteidigung der Europäer zurückzuschlagen und damit sein eigenes Land aufs Spiel zu setzen und das bedingte Boston für das bedingte Posen zu opfern. Sowohl die USA als auch Europa wissen das sehr gut, aber sie ziehen es vor, nicht daran zu denken. Zitat Ende. Was sagt der Mann, um das jetzt mal hier auf Deutsch oder auf nicht politisch zu sagen? Wenn man eine Atombombe, eine einzelne, auf Europa schmeißt, dann wird man damit die globale Vernichtung nicht auslösen, weil die Amerikaner nicht verrückt genug sind, jetzt einen atomaren Gegenschlag zu führen, weil sie dann die Zweitschlagfähigkeit von Russland kennenlernen werden und damit ihr eigenes Land auch vernichten. Also eine Atombombe auf Europa geht immer. Das sagt dieser Herr Karaganov. Tja, so, also das lassen Sie mal sacken, ne? Und er verwendet hier also zwei Orte, nämlich auf der einen Seite Boston und auf der anderen Seite Posen. Was ist, wo liegt Posen? Posen liegt ziemlich genau mittig zwischen Berlin und Warschau. Ziemlich genau in der Mitte dazwischen. So. Damit hören wir, an wen das nun gedacht ist. Ne? Die Amerikaner sollen zuhören. Boston, Poseidon. Oder auf der anderen Seite Posen in Europa. Gut, alles Wahnsinn? Ja, sicher. Also das ist ja, in diesem Wahnsinn ist eine Rationalität enthalten, die Wahnsinnige nicht sein kann. Ich glaube, das ist zitatfähig, oder? Ja, gut, aber es kommt noch dicker. Wo befindet sich die größte US-Basis in Europa? Ja, auf der gesamten Welt außerhalb der USA. Wo? Ja, bei uns. Ne? Zitat aus Wikipedia. Die Ramstein Air Base, kurz Ramstein AB, RAB, ist ein Militärflugplatz der United States Air Force, das Hauptquartier der United States Air Forces in Europe, Air Forces Africa und das Hauptquartier des Allied Air Command Ramstein, einer NATO-Kommandobehörde zur Führung von Luftstreitkräften. Vom 603. Air and Space Operations Center auf der Ramstein Air Base werden die Planung und Steuerung der Kampfdrohneneinsätze im Irak, Afghanistan und Jemen sowie die Drohnenangriffe in Pakistan koordiniert. Zitat Ende. Und Ukraine, sage ich erstmal so einfach dazu. 53.000 US-Soldaten und Angehörige leben dort. Und für diese 53.000 Angehörige wird nun das größte Militärhospital außerhalb der USA errichtet. Rund 2.500 Beschäftigte und über 4.500 Räume. Das sind Areal 300 mal 600 Meter oder so, direkt östlich im Anschluss an die Airbase. Ein Riesending, ne? Das muss man sich geben. Wer soll da behandelt werden? Wer soll da behandelt werden? Warum braucht man dort so ein Riesenkrankenhaus? Gut, einziger Lichtblick an der Sache, Verzögerungen an der Tagesordnung, soll erst 2027 fertig werden. Ein kleiner Lichtblick in dieser kritischen Zeit. So, jetzt, das geht Sie alles nichts an. Doch, das geht genau Sie an. Sie hier vor dem Bildschirm. Warum? 80% meiner Zuseher sind männlich und jünger als 65 Jahre. Und die deutsche Wirtschaftsnachrichten berichten am 25.03.2023, Zitat, die militärischen Führer der NATO werden in diesem Frühjahr aktualisierte regionale Verteidigungspläne vorlegen. NRF, National Response Forces. Offizielle Stellen sprechen dabei von bis zu 300.000 NATO-Soldaten, die für die Umsetzung des neuen Modells erforderlich seien. Unterbrechen, Zitat weiter.
Eine zweite Schicht von Truppen würde dann diese Soldaten unterstützen und innerhalb von 10 bis 30 Tagen aus Ländern wie Deutschland verlegt werden können. Aber der Prozess könnte schwierig werden. Einige Streitkräfte werden die Rekrutierung verstärken müssen. Zitat Ende. Und jetzt schauen wir zurück auf meine kleine Timeline, die Zeitleiste, die ich Ihnen gegeben habe. 31. Januar 2023, Verteidigungsminister Pistorius diskutiert Wiedereinführung der Wehrpflicht. Und dazu am 8.2.2023, die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högel, SPD, hat eine gesellschaftspolitische Diskussion über eine Einführung einer neuen Art der Wehrpflicht gefordert. Zitat: Wir müssen die Debatte jetzt beginnen, auch über die Frage, wie viel Zwang, wie viel Freiwilligkeit nötig ist. Zitat Ende. Zwang. Die Schweizer nennen das Ausheben. Ja. Gott. Und wir sollten so eine Rekrutierung durch unsere Regierung nicht so einfach hinnehmen. Denn über Kriege sollten Bürger entscheiden. Und die nennen sie normalerweise Revolutionen. Nicht Politiker sollten über Kriege entscheiden. Denn Politiker sterben nicht in Kriegen. Kleines Seitenwort, sie sterben manchmal in Prozessen nach den Kriegen. Das sollten Sie nicht vergessen an dieser Stelle. Ne? So, jetzt kann man noch ein bisschen mehr das Gras wachsen hören, so wie dieses riesen Krankenhaus dort gebaut wird. Interessant ist die Aussage der Open Society Foundation von George Soros, OSF. Das ist eine Stiftung, die ja die Gedankengänge des George Soros hier in Europa, auch in Europa verankern und vertreiben soll. Und die sitzen also mit den Regierungen direkt im Boot und. Und nun auf einmal kommt die Ankündigung, ganz aktuell, 80% der Beschäftigten in den Berliner Büros werden entlassen. Und 60% der Mitarbeiter in Brüssel sollen eine Kündigung erhalten. Die Open Science Foundation, Open Society Foundation, will sich aus Europa zurückziehen. Was spürt denn da der Herr Soros? Nun gut, die jüdische Allgemeine hat hier also interessante Artikel darüber geschrieben. Zitat: In einer E-Mail von Thorsten Klassen, Direktor des Berliner OSF-Büros, an die Belegschaft hieß es am 20. Juli, Zitat, die beschlossene neue strategische Ausrichtung sieht einen Rückzug und eine Beendigung weiter Teile unserer derzeitigen Arbeit in der Europäischen Union vor. Zitat Ende. Und weiter bei der jüdischen Allgemeinen. Ein Grund für den Richtungswechsel sei, dass die EU öffentliche Mittel für Menschenrechte und Pluralismus bereitgestellt habe und die OSF ihre Ressourcen anders nutzen wolle. Zitat Ende. So. Ein vorgeschobenes Argument, Wahrheit, haben sie EU jetzt so voll rumgekriegt, dass sie da jetzt nichts mehr machen müssen, dass die auf Kurs sind und die da die letzten 20% in Deutschland und 40% in Brüssel ausreichen, um hier das Nudging der EU-Abgeordneten und Organisationen weiterzuführen. Vielleicht müssen sie jetzt auch weiterziehen nach Afrika. Da rumort es ja auch gerade ganz heftig. Oder sie sehen andere politische Notwendigkeiten auf Europa zukommen und da wollen sie nicht mit dabei sein. Wie gesagt, manchmal höchst krass wachsen, manchmal auch ein bisschen zu früh. Und in diesem Zusammenhang liegt mir eine Aussage von Frau von der Leyen im Magen. Und das sprach sie schon vor ungefähr einem Jahr oder so. Sie sprach in einer Rede davon, momentan Suchschatten drüber, finden Sie gar nichts mehr, der Privatwirtschaft während der Transformation vorschreiben zu können, was sie herzustellen hat. Also die EU will der Privatwirtschaft vorschreiben können, was sie herzustellen hat. Auf Deutsch nenne ich das Kommandowirtschaft und das geht unmittelbar einer Kriegswirtschaft voraus. Ne? Dazu passt auch ein Schreiben vom 24.08.2023 der Bundeswehr, die eine statistische Erfassung des wehrtechnischen Mittelstandes in der Auftragsvergabe der Bundeswehr, so der Titel des Schreibens, enthält. Wer da weiterlesen will, dem sei also der 15. Bericht des Bundesministeriums der Verteidigung zu Rüstungsangelegenheiten empfohlen. Da sehen Sie, wo das Sondervermögen abgeschrieben wird. Hier wieder Quelle dazu. So, und jetzt hier eine Stelle, ganz, ganz wichtig für Sie, die sich hier jetzt an dieser Stelle betroffen sind. Sollten Sie männlich und unter 65 Jahren alt sein, was wie gesagt der Großteil der Zuseher hier
sein dürfte, sollten Sie gleich morgen, gleich wenn Sie diesen oder Montag, wenn Sie dieses Video gesehen haben, Ihren Wehrdienst verweigern. Auch als Ex-Soldat oder Nicht-Eingezogene. Ich habe ein Familienmitglied, gar nicht so weit entfernt, das hat damals nach Ableistung seines Wehrdienstes eine Verweigerung durchgeführt. Und es ging locker durch, weil er klar begründen konnte, was da so abgeht und dass das nicht seins war. Das wird Ihnen am Ende, wenn die Bomben hochgehen, jetzt nicht wirklich was helfen, weil dann wird ausgehoben, egal in welchem Zusammenhang. Aber zunächst wird man Sie nicht oder nur als medizinisches Personal, medizinisches Hilfspersonal dann rekrutieren. Ganz davon kommen tun Sie nicht. Es gibt eine Anwaltskanzlei, SHB, in Schleswig und Kiel. Und die berichten auf rechtsanwalt-kriegsdienstverweigerung.de über ihre Verfahren, die sie führen. Und sie berichten über einen erheblichen Ansturm dieser Kriegsdienstverweigerer seit dem Kriegsausbruch. Und die Verwaltungsgerichte geben derzeit Verweigerungen reihenweise nach, weil ja, sie sehr begründet sind. Ne? Und die Aktenzeichen, die auf der Webseite der Kanzlei gezeigt werden, oder die zeigen, dass hier tatsächlich etwas in dieser Richtung passiert und dass es funktioniert. Also auch Sie, die Sie nie bei der Bundeswehr waren, sollten von Ihrem Recht Gebrauch machen. Viel schneller, als Sie sich vorstellen können, können Sie eingezogen und an der Front sein. Ja? Jetzt ganz zum Schluss noch etwas Positives. Ja, das gibt es. NATO-Stabschef Stein Jensen, ein Norweger, ist nicht Chief of Staff, wie oftmals fälschlicherweise behauptet wird, sondern er ist nur der Büroleiter des Generalsekretärs Jens Stoltenberg, hat auf einer Podiumsdiskussion erklärt, es sei möglich, den Krieg in der Ukraine zu beenden, indem das Land Gebiete dauerhaft an Russland abtrete und die Restukraine in die NATO aufgenommen werde. So, da hat er später dann zurückgerudert und ja, das wäre ja nur so ein Gedankenspiel und war ja, Sie kennen das, ne? Hat er was gesagt und das wäre also eine Lösung ähnlich zu Korea. Ich sehe das seit Beginn des Krieges, von der einen Seite Spezialoperation, von der anderen Seite, ich glaube mittlerweile sind wir alle auf Krieg, als die einzige akzeptable Lösung des Konflikts an. Die Frage lautet, wo wird die Grenze gezogen? Die Fantasterei, dass dort ein Siegfrieden durch die Ukraine erzielt werden kann, sollte spätestens jetzt nach der letzten Offensive, eine unter vielen, den Leuten klar geworden sein. Man wird diese Grenze an die aktuelle Front anpassen. Und dafür spricht, dass an der südlichen Front nicht weiter gekämpft wird. Dort ist dieser Fluss, dieser Dnieper, ein Riesenfluss, ist ja eine sehr natürliche Grenze zwischen beiden Gebieten und die bietet sich dazu an, weil jegliches Überschreiten dort zu erheblichen Verlusten führen würde. Wo es dann an der restlichen 50% nach Nordosten die Grenze gezogen wird, man wird es sehen. Und es hängt ganz davon ab, ob die NATO in die, die NATO war schon längst in der Ukraine zu den Manövern, nein, ob die Ukraine dann in die NATO kommt oder ob es nur einen Schutz der USA wie bei Taiwan über den Status der Ukraine geben wird. Und vor allem, wir haben da ja sowieso nichts zu melden, also was wir hier denken und bereden, hat überhaupt keinen Einfluss. Was wollen die USA und was wollen Russland? Das ist ja die eigentliche Frage. Wollen die USA Europa opfern, um zum Beispiel Russlands Kräfte zu binden, um weiterhin China das Leben schwer machen zu können als USA? Oder Europa opfern, um sich selbst die Vormachtstellung im Westen, ja, mit dem schwächer werdenden Dollar doch noch zu sichern? Schwer zu sagen. Ein kleiner Krieg könnte beides gleichzeitig bewerkstelligen. Und mit dem konsequenten Vorgehen der Militärs auf beiden Seiten sehe ich, wie gesagt, einen Krieg als immer wahrscheinlicher an. Kann man nicht anders sagen. Tut mir leid, wenn ich Ihnen das so rüberbringen muss, aber über die vergangenen Monate hat sich bei mir diese Meinung dann doch relativ stark gesettelt. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.